Jo Leute, und damit willkommen zu Darksiders 1, die Remastered Edition. Ja, ich habe das Spiel ja schon mal auf meinen Kanal gebracht. Ist aber auch schon eine ganze Weile her. Ich glaube 2013 war das irgendwann. Aber da jetzt in nicht mal ganzen Monat der dritte da hier rauskommt, dachte ich mir, und da ich die Remastered Edition von dem ersten Teil habe und vom zweiten Teil die Death Infinity Version, dass ich die dann auch nochmal bringe und danach halt mit dem dritten Teil anknüpfe. Und dadurch, dass ich beim ersten Teil auch noch Probleme hatte mit dem Aufnahmen und das mit dem Sound, dass mir Videomaterial fehlt, weil mein Netzteil durchgeraucht ist zu dem Zeitpunkt. Ja. Dachte ich mir, kann ich die ja auch nochmal bringen. Aber halt die anderen Versionen in andere Qualität, bessere Grafik und soweit ich weiß auch ein anderer Inhalt noch dazu. Aber gut, würde sagen, bevor wir weiter so quatschen, starten wir. Das wurde alles leer. Nicht viel. Neun Plätze, ist klar. Eingestellt ist alles. Früher haben wir normal gemacht. Apokalyptisch. Wäre schon eine Herausforderung, ne? Ne, ich mach normal. Apokalyptisch ist für mich viel zu schwer. Los geht's! Lad. Seit Anbeginn der Zeit befinden sich die Armeen von Himmel und Hölle in einem endlosen Krieg. Von diesem Konflikt wurde der Feurige Rat angezogen, eine Entität, die durch uralte Gesetze gebunden war, Ordnung und Gleichgewicht zu erhalten. Jede Macht, die nicht in Schach gehalten wurde, war eine Bedrohung für die Materie des Universums. Mit der Zeit begannen Himmel und Hölle den Rat und seine Gesetze in Ehren zu halten, denn niemand konnte sich den schrecklichen Vollstreckern des Rates widersetzen. Sie waren als furchterregende Bruderschaft mit dem Namen die Vier Reiter bekannt. Aus den Tumulten erwuchsen die ersten Menschen. Der Rat sagte vorher, dass sie schwache, aber gerissene Kreaturen seien, die einmal für das Gleichgewicht wichtig wären. Ein drittes Königreich wurde benannt. Das Reich der Menschheit. Auf Befehl des Rates wurde ein Pakt zwischen Himmel und Hölle geschmiedet. Dieser große Pakt wurde durch 7 Siegel verschlossen, die zur rechten Zeit gebrochen werden sollten, nämlich wenn das Reich der Menschheit bereit für den Endkrieg sei. Eine Schlacht, die das Gleichgewicht wiederherstellen und das Schicksal der 3 Reiche bestimmen würde. Accident in lane 3 and 4.
Und damit geht der Kampf los. Yay. Steuerung kenne ich noch so einigermaßen. War das eigentlich nur das gleiche, ist draufkloppen. Tschüss. Weg bist du. Du auch noch. Achso. Kämpfen. Komm, verreck. Tschüss. Jetzt kommt der Große. Tja. Autsch. Komm. So war das, okay. Ja doch, ein bisschen muss ich in die Steuerung noch reinkommen. Vergiss es. Komm. Und weg. Tschüss. Weg bist du. Oh. Alles klar. Achso. So geht's auch. Hey, du Mistvieh. Krieg ist hier! Und die Engel kommen jetzt auch. Wo sind sie? Nirgendwo. Und nirgendwo ist klar. Das ist das Riesenvieh. Was wir noch platt machen müssen. Was so richtig schön spaßig wird. Nee, das ist er nicht. Ein anderer kommt ja noch. Oh. Okay, der ist erledigt. Das Gericht ist nah! Und da sind die Engel. Führt ihn der Gerechtigkeit zu. Verreckt. Kommt. Okay. Tschüss. Okay, so geht das noch. Und du auch weg mit dir. Tschüss. Und der steht auch wieder auf. Okay. Das mache ich so. Was geschieht hier? Da wurde was gerufen. Das Greifen. Blocken so. Das Anvisieren. Das ging auch. Okay. So kommt man schnell voran. Die können wir auch kaputt machen. Tschüss. Ups. War ich nicht. Hab den Menschen nichts getan. Ups. Und versperrt. Okay. Da kommen wir auch nicht lang. Autsch. Die Mistviecher sind da. Und du auch, weg mit dir. Komm, weg. Und tschüss. Wir werden nicht nachgeben. Nö. Doch, müsst ihr aber. Weil ich euch platt mache. Oh Mann, manchmal sind die nervig, wenn man da nicht ankommt. Und du? Tschüss. Okay. Ach ja, die Kletterranken. Oder was das auch immer sein soll. Zumindest, wo wir hochklettern können. Und wo die Viecher kommen dann.
Farm. Tschüss. Auf Wiedersehen. Und du auch. Tschüss. Dann wollen wir da mal hoch. Ah, so kommt man schnell hoch, alles klar. Das nächste komische Zeug. Hopp. Hi. Oh. Jetzt kommt das Mistvieh. Oder auch nicht? Na, 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 na. Okay, so geht's schneller, alles klar. Wird ja nicht gezeigt, wie es geht. Also ich muss selbst gucken. Hopp. Ach komm. Tschüss. Hopp. Oh Mann. Ja, da kommt noch mehr. Natürlich doch. Ach ja, im Bankkreis. Stimmt ja, da war ja was. Hallo. Tschüss. Und der nächste. Jetzt klopp ich ihm den Stuhl kaputt. Ist klar. Tschüss. Noch mehr. Ist ja auch ein reines Prügelspiel halt. Tschüss. Ihr geht mir auf den Sack. Lalalalalala. Tschüss. Du auch noch. Und tschüss. Das war's? Das war's. Weiter können wir. Hui. Ach da. Muss schon sagen, hey, wo lang? Nanananana. So. Okay. Hui. Na klar. Da lang. Und da wird schon ein Boss angezeigt. Einer der vier. Aber wo sind seine Brüder? Keine Ahnung. Ich bin alleine. Wir werden nicht nachgeben. Ja, ist klar. Ist ja gut. Ihr werdet nicht nachgeben. Ihr werdet nicht nachgeben, ich weiß. Hallo? Dein Ende ist nah. Tschüss. Toll. Hat nicht gemacht, was ich wollte eben. Und tschüss. Komm. Jetzt aber. Geht doch. Knöpfe geht nicht. Ich guck mal was. Daten. Einstellung nur. Daten. Achso. Spiel speichern. Mach ich einfach mal zwischendurch. Ja, Spiel gespeichert. Muss ich dran denken. Ja, noch Speicher. Ist richtig. Tschüss. Gibt es dafür eigentlich Erfolg? Ach, jetzt kommt das Riesenvieh, ne? Unmöglich. Abaddon, was ist das? Wo sind meine Brüder? Das kann nicht sein.
Das letzte Siegel. Mein Gott! Wie konnte das passieren? Das siebte Siegel wurde nicht gebrochen! Abaddon! Was um Himmels Willen hast du getan? Ich bin dem Ruf gefolgt. Jetzt geht die Party ab. Hallo. Autos fliegen. Wie würfel ich das Ding denn noch? Autsch. Ich weiß, dass ich das werfen muss. Aber wie? Ach so. Okay. Halt die Klappe. Toll. Okay. Es kommen noch mehr Autos. Tschüss. Bam. In die Fresse. So war das. Stimmt ja. Und das nächste Auto. Oder was du auch immer machst. La 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 la. Was machst du da? Autsch. Fuck. Na komm, werf Autos. Oder mach das. Autsch. Vergiss es. Meine Leben, ey. Das ist gemein. Nee, 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 nee. Wie war das? Ich vergesse das schon wieder. Tschüss. Nee, noch nicht. Zweimal war das, ne? Oh, Mann. Na? Vergiss es, hab ich gesagt. Komm, komm, komm. Nö, vergiss es. Komm, werf Autos. Werf schön. Wie ein wütendes kleines Kind. Bam. Jetzt aber. Zurück. Autsch. Na? Vergiss es. Diesmal nicht mit mir. Na? Nö. Nö. Werf die Brummbrust. Werf die Brummbrust. Ja, ist klar. Zack. Noch ein Auto. Ach. Fuck. Immer zu spät. Aber ist egal, nicht schlimm. Na? Nö. Noch einmal. Nö. Jetzt schmeiße ich wieder Autos. Nö, triffst mich damit nicht. Nicht dich aber. Und jetzt nach vorne. Ach. Ha 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 ha!
Das Gesetz wurde gebrochen. Genau wie du, Reiter. Das Gesetz ist klar. Wenn das siebte Siegel gebrochen wird, reiten die vier Reiter los, um die Üble zu bestrafen. Seien sie nun Söhne der Menschen, Herren des Himmels oder Abschaum der Hölle. Über alle Bewohner der Erde wird gerichtet und der Pakt wird erneut geschmiedet. Du hast deine Aufgabe vergessen, Reiter. Du hast das Gesetz vergessen. Es wurde nicht gerufen. Und doch ist der Zerstörer losmarschiert und dort wurdest du gefunden. Unter seinem schwarzen Banner, wenn die Behauptungen stimmen. Zur Hölle mit euren Behauptungen. Die Siegel wurden gebrochen. Ich wurde gerufen. Wo sind dann die anderen Reiter? Wurden sie nicht ebenfalls gerufen? Die sieben Siegel sind verborgen, wie sie es schon immer waren, seit der Pakt vor Äonen geschmiedet wurde. Sie sind alle intakt. Es gab keinen Ruf. Du hast den Dunklen geholfen. Hast ein heiliges Abkommen gebrochen, das die Menschheit ins Verderben stürzt. Du hast das Gleichgewicht gefährdet. Streitest du das ab? Als ich ritt, waren Himmel und Hölle bereits im Kriegszustand. Abaddon war dort. Er wusste etwas. Abaddon ist gefallen, als er das Chaos bekämpfte, das du entfesselt hast. Ich kämpfte, war aber machtlos gegen die Dämonen. Und doch beschuldigt ihr mich. Deine Niederlage beweist gar nichts. Wahrscheinlich hat der Zerstörer sich deiner entledigt, nachdem er mit dir fertig war. Du hast das Gesetz besudelt, Reiter. Du wirst bestraft. Ich diene nur dem Rat. Nur dem Gleichgewicht. Wie die Reiter es schon immer getan haben. Schickt mich zurück. Ich werde die Verantwortlichen bestrafen. Wie? Welche Hoffnung hast du gegen die Armeen des Zerstörers? Du bist machtlos. Dann werde ich scheitern. Und die Dämonen werden euer Urteil vollstrecken. Nun gut. Du kehrst zur Erde zurück. Aber du wirst beobachtet. Tritt vor. Dieser Beobachter ist an dich gebunden. Er wird deine Loyalität sicherstellen. Vergiss das nicht, sonst werde ich deine Innereien beobachten. Genug! Erhebe dich, Krieg, und wappne dich! Okay, feuriger Rat. Ja, jetzt haben wir Wirkrim als Beobachter bei uns, bin ich der Meinung. So heißt er.